Bis was geht, glaube ich, bis dann bei uns zu einem Video. Und wie ihr vielleicht schon seht, habe ich hier einen Test vorbereitet. Ja, wo man herausfinden muss, was echt und was fake ist. Aber bevor das Ganze losgeht, ich muss erstmal entschuldigen, dass so lange jetzt kein Video kam. Ja, ich hatte einfach. Ja, ich hatte irgendwie den Spaß an Video machen und so verloren. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr. Und ja. Würde ich sagen, fangen wir mal direkt an mit Chanel. Aber mit so viel. Ach, hier. Zu wenig Zeit. Also Leute, links oder rechts? Ich weiß es schon, weil meine Mutter hatte eine Chanel-Tasche. Aber schreibt es in die Kommentare. Ich lasse die Zeit weiterlaufen. Was denkt ihr? So. Jetzt sage ich euch, was halt das Original ist. Das Original ist halt rechts die rote, weil beim Original Chanel-Tasche überschneiden sich diese, weiß nicht, diese Rauten, wie ihr da seht, ne? Und links überschneiden die sich, sondern es gibt halt keine perfekte Raute. So, mal gucken, ob er das sagt. Und habt ihr euch entschieden? Jetzt ist die Zeit gekommen, um die Lösung zu erfahren. Dieses rote Täschchen ist das Original. Beim echten Chanel-Accessoire decken sich die obere und die untere Naht nämlich und formen somit perfekte Rauten. Beim Fake sehen wir sie nicht. Okay, weiter geht's. Also, Rolex. Bestimmt träumen viele von euch von einer coolen und teuren Rolex-Armbanduhr. Doch könnt ihr erkennen, ob das ein unverwechselbares Original oder eine traurige Nachahmung ist? Boah, ich sag, rechts. Irgendwas mit Ziffernblatt oder so, keine Ahnung. Schaut her, diese Uhr ist das Original. Ja! Und auch warum? Das Original unterscheidet sich vom Fake durch die edle Champagnerfarbe sowie den kaum sichtbaren Linien im Ziffernblatt, während diese Linien beim Fake zu stark ausgeprägt sind. Versace. Nun kommen wir zum berühmtesten Versace-Parfüm. Was könnt ihr dazu sagen? Irgendwas keine Ahnung, links. Nun schlägt die Stunde der Wahrheit. Wir hoffen, ihr hattet genug Zeit, um euch zu entscheiden. Die richtige Antwort ist dieses Fläschchen links. Oh. Wie wir das festgestellt haben, ganz einfach. Im Originalfläschchen ist das Röhrchen des Zerstäubers ganz kurz und lässt sich nicht biegen. Außerdem Stimmt. ist die Farbe... meine Mutter hatte früher so ein, wie heißt es? Versace, fällt das Wort nicht ein. Parfümflasche im Bad stehen. Und da war das nie so gekrümmt, sondern es war immer so länglich, wisst ihr? Das war nicht so gekrümmt. Das Parfüm ist viel weicher und heller. Converse. Nun kommen wir zu den von allen geliebten Converse-Schuhen und sind ich hatte uns sicher, nie dass Schuhe jeder von Converse, euch zumindest keine ein Ahnung. Paar zu Hause hat. Könnt ihr deshalb auch bestimmen, wo die originalen Converse und wo der Fake ist? Keine Ahnung. Zack, rechts. Oh, bitte. Wenn ihr die Schuhe rechts gewählt habt, liegt ihr leider falsch. Die richtige Antwort ist links. Jetzt seid ihr sicher überrascht, weil der Unterschied zwischen den beiden Paaren fast unsichtbar ist. Es geht aber darum, dass Original-Converse immer zugeschnürt verkauft werden. Louis Vuitton. Und wie sieht's mit einer Louis Vuitton-Tasche aus? Kennt ihr euch mit dieser Marke aus? Keine Ahnung. Ich sag links. Jetzt die lang ersehnte Antwort. Das Original ist die Tasche rechts. Nein. Warum das so ist? Naja, auch hier ist die Antwort super easy. Die Taschen dieses Modells werden nicht in schwarzer Farbe hergestellt. Hey, das war Vera blau. Wang. Egal. Viele Mädels wollen in einem Kleid von Vera Wang heiraten. Und sie sollen ruhig weiter Vera Wang, ich habe keine Ahnung. Und diese werden sicher nicht so wie diese Fälschung glänzen. Ich habe schon vorgesprochen. Habe ich auch keine Ahnung. Eine dickere Sohle, einen breiteren Schaft und einen richtigen Ferseneinstieg. Levi's. Nun kommen wir zur bekanntesten Jeansmarke. Auch sie hat übrigens sehr viele Fakes. Probiert jetzt aber das Original zu finden. Ja gut, Leute, ne? Einfach zwei Ärsche. Ja gut. Ich sag rechts, weil die haben noch nicht links, die verkaufen noch nicht solche Hosen. Nee, rechts.
Wenn ihr die Jeans rechts gewählt habt, liegt ihr richtig. Jetzt erklären wir, warum. Auf den Hosentaschen des Originals gibt es immer eine Naht in der Form eines Adlerstabels, der wie eine perfekte Raute aussieht. Jetzt ist es Zeit, zur letzten Frage zu kommen. Und das wird sicher nicht schwer sein, besonders wenn ihr ein Mädchen seid. Christian Louboutin. Könnt ihr erraten, wo hier das Original ist? Ich sag unten. Sieht so besser aus mit diesem Rot und so. Und hier die Auflösung. Das sind die Originalschuhe. Ganz einfach. Jedes Modell dieser Marke hat immer eine rote Schuhsohle. Wir hoffen, dieses Video war hilfreich und nun kann uns niemand mehr eine Fälschung verkaufen. Also, vergesst nicht, in den Kommentaren zu schreiben, wie viele richtige Antworten ihr habt. Wir wollen sehen, ob es unter unseren Zusehern echt... Also Leute, das war's. Mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Falls ich schon gemacht habe, würde ich mich natürlich freuen. Und ja, Leute, das war's mit dem Video von mir. Ich hoffe, es kommen jetzt wieder wöchentlich ein paar Videos. Und ja, ciao, Leute!